Wir würden uns jetzt Folgendes wünschen. Das waren jetzt einfach die unterschiedlichen Events und ein paar Menschen nur vor dem Vorhang, die diese letzten Jahre geprägt haben. Aber das Netzwerk ist ja nicht etwas, über das man spricht, etwas, das so von einem weit weg ist. Das Netzwerk sitzt ja hier. Und einige von Ihnen sind vielleicht jetzt nicht Mitglied vom Netzwerk, haben aber mit diesem Netzwerk zu tun, weil sie eine Ausbildung machen und damit immer wieder auch hier konfrontiert sind oder als Organisation auch mit dem Netzwerk kooperieren. Wir würden jetzt gerne auch ein wenig von Ihren Erinnerungen hier haben, weil das Netzwerk sitzt hier, das ist nicht etwas an dieser Wand, sondern hier im Raum. Und laden Sie ein, die nächsten 10 bis 15 Minuten folgenderweise zu nutzen. Wir haben einen Zettel vorbereitet, der heißt Zeit für Erinnerungen. Da sollten für jede Person ein Zettel am Tisch sein, vielleicht auch kann man zu zweit zusammenschauen, wenn es nicht genug sind. Sie müssen jetzt, weil wir mit der Zeit so fortgeschritten sind, nicht genau dieser Anleitung folgen. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz überlegen könnten, ein wichtiger Moment, der Ihnen spontan einfällt, den Sie mit dem Netzwerk verbinden. Eine Situation, die für Sie wichtig war, die Sie inspiriert hat, entweder weil Sie selber im Netzwerk waren und daran teilgenommen haben, oder etwas, wo Sie jemanden neuen kennengelernt haben, eine neue Partnerschaft entstanden ist, die bis jetzt relevant ist in Ihrem beruflichen Umfeld, oder weil Sie von außen zum ersten Mal vom Netzwerk gehört haben und sich gedacht haben, was ist das überhaupt? Also suchen Sie sich in Ihrer Erinnerung aus den letzten Jahren, die Sie vom Netzwerk wissen oder Teil davon sind, eine Situation aus und seien Sie so nett und tauschen Sie es kurz miteinander aus an Ihrem Tisch. Ich denke, da muss man nicht länger als vielleicht 10 Minuten dafür aufwenden, diese eine Situation von Person zu Person springen zu lassen und einfach nur mal die Geschichten zu hören, ohne in Diskussion zu gehen. Und wenn Sie von jeder Person so 1,5, 2 Minuten so eine kurze Schilderung bekommen haben, wie ein Bild, das ist jetzt Ihr Fotoalbum, ja, Ihr Erinnerungsalbum vom Netzwerk, wenn Sie das ausgetauscht haben, dann kommt die zweite Frage, es liegen so lange Streifen am Tisch, überlegen Sie ein paar Minuten miteinander auf Grundlage der Geschichten, die wir gehört haben. Wenn wir für dieses Netzwerk ein Eigenschaftswort finden müssten, ein charakterisierendes Eigenschaftswort, welches wäre das? Und finden Sie als Gruppe ein Wort, wo Sie sagen, ja, das passt, das war da irgendwie in unseren Geschichten drinnen und schreiben Sie es bitte auf diesen Streifen auf und dann gehen Sie in die Pause. Okay? Und wir beide holen dann in der Pause die Streifen ab, hängen die auf und schauen dann mit Ihnen kurz drauf auf diese handgeschriebene Tech Cloud, welche Charaktereigenschaften Sie eigentlich diesem Netzwerk zuschreiben. Die Pause, das ist vielleicht das nächste Relevante, dauert dann bis 11 Uhr. Ich bitte Sie, um 11 Uhr wieder hereinzukommen, damit wir dann mit Ludwig Kapfer weitermachen können. Und wenn Sie Zeit finden, bitte füllen Sie noch diesen Streifen dann am Ende der Pause oder auch in der Mittagspause mit Ihren Bildern, Ihren Erinnerungen und allem, was Sie uns schreiben wollen. Kurzer Hinweis noch, ich werde es dann nicht mehr dazu sagen, um diesen Fluss da nicht zu stören. In der Pause, wenn Sie Lust haben, können Sie sich schon dann ein Kärtchen pflücken für die Themenkreise am Nachmittag. Da gibt es 2 Runden und für die erste Runde brauchen Sie eine Eintrittskarte. Die hängt da draußen auf der Pinnwand, das sind die unterschiedlichen Themen. Wenn Sie schon wissen, wohin, dann pflücken Sie sich eine Karte. Gut, jetzt geht's los. Haben Sie schon Ihr Foto im Kopf? Ja? Erzählen Sie es einander kurz reihum und dann finden Sie ein Wort. In 10 Minuten sage ich Ihnen, dass 10 Minuten um sind. Vielleicht haben Sie dann schon die Runde gemacht. Finden Sie ein Wort und gehen Sie in die Pause. Dankeschön. Wir möchten Sie jetzt bitten, nochmal Platz zu nehmen für die zweite Hälfte. Wir haben in der Zwischenzeit fast alle Streifen schon eingesammelt. Ein paar sind noch aufgetaucht. In Wirklichkeit habt ihr vermutlich die Pause genützt, um noch was dazu zu ergänzen. Und haben da schon angefangen, das so zu gruppieren, die Charaktereigenschaften, die Sie diesem Netzwerk zuschreiben. Und wir haben es gruppiert um den Mittelpunkt, es ist ein lebendiges Netzwerk. Was heißt das lebendig? Lebendig heißt, es pulsiert, es ist inspirierend, es ist bewegend und kunterbunt, aber auch selbstkritisch, das gehört auch zur Lebendigkeit dazu. Die Basis von diesem Netzwerk haben wir hier unten gefunden,
als konstant familiär und fest unterstützend. Wobei fest zwei Bedeutungen hat, habe ich gehört. Nämlich sowohl, dass es wirklich solide ist, aber auch, dass es festlich ist. So wie wir heute hier zusammenkommen, um zu feiern, ist es eben auch ein festliches Netzwerk. Es ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Die Vielfalt der Möglichkeiten ist hier erwähnt, aber auch das, wie man miteinander agiert, also Auge in Auge auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite haben wir dann noch zwei so inhaltliche Schwerpunkte versucht zu fassen, nämlich, dass es ein Netzwerk ist, das Bewusstseinsbildung sich auf die Fahnen schreibt, sowohl in Richtung Nachhaltigkeit, also auch mit diesem ökosozialen Schwerpunkt, aber auch quasi die Wurzeln, die klassischen Wurzeln, Naturerlebnisse ermöglichen und naturnah aufwachsen. Dann habe ich fast alles gefunden. Eine der vielfältigen Rückmeldungen war auch die Bitte nach einem handyfreien Tag. Das müssen wir vielleicht noch in einer Diskussionsrunde genau erklären, was das heißt. Aber das machen wir dann in der Mittagspause, weil jetzt geht es über zu unserem ersten Input.